Willkommen zu einer neuen Folge Elder Scrolls of Here Oblivion. Wir haben in der letzten Folge Amuzel auf skurrile Art und Weise befreit. Hab Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Ja, Kriegsveteran. Jetzt sollen wir auf jeden Fall das Buch bergen. Ich würde ja mal das hier nehmen, ne? Ich habe die verschollenen Geschichten von Tamriel. Jetzt muss ich es nur noch zu Scriver bringen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ihr habt Tyrannis und die verschollenen Geschichten von Tamriel gefunden. Tyrannis ist tot. Das ist tragisch. Immerhin habt ihr das Buch. Der Graufuchs hat dieses Buch viele Jahre lang gesucht. Ihr habt die Belohnung verdient. Hier ist eure Bezahlung. Hieronymus Lexmus ein für alle Mal ausgeschaltet werden. Der Graufuchs bittet euch, dies persönlich in die Hand zu nehmen. Es ist eine äußerst aparte Situation. Gräfin Umbranox von Anvil ist auf der Suche nach einem neuen Wachhauptmann. Der Legionskommandeur der Kaiserlichen Wache hat ihr eine Liste mit Kandidaten gesendet. Der Graufuchs wünscht, dass diese Liste durch eine andere ersetzt wird, die Hieronymus Lex aufs Wärmste empfiehlt. Von Anvil aus kann er der Gilde nur wenig schaden. Der Brief befindet sich derzeit im Schreibtisch der Statthalterin Dairi Hill. Sie hat gegenüber Fürstin Umbranox behauptet, der Brief sei noch nicht eingetroffen. Wir sind Diebe, keine Mörder. Mord ist die Domäne der dunklen Bruderschaft. Aus mir unerfindlichen Gründen hat der Graufuchs entschlossen, die Familie der Umbranox unter seinen Schutz zu nehmen. Insbesondere Gräfin Umbranox. Lex ist zwar ein Problem für die Gilde, aber gleichzeitig machen ihn seine unerschütterliche Loyalität und Entschlossenheit zum perfekten Beschützer der Gräfin Umbranox. Allerdings müsst ihr selbst einen Fälscher finden. In Braville ist mir keiner bekannt. Begebt euch mit dem gefälschten Brief in die Schreibstube des Legionskommandanten im Gefängnis der Kaiserstadt und versiegelt den Brief mit dem Siegel des Kommandanten. Dairi Hill ist nicht vertrauenswürdig. Ihr müsst den Brief Gräfin Umbranox persönlich überbringen. Akzeptiert ihr diesen Auftrag? Gut so. Vergesst nicht, bei dieser Mission... Ja, Unauffälligkeit ist auch so unsere Stärke, ne? Schatten verbirgt den Jäger. Also, wir gehen als erstes nach Bromar. Denn dort können wir erstmal den Wein loswerden. Der Wein ist ja, nimmt ja gerade sehr viel Platz im Inventar ein. Beeilt euch! Oh. Dann können wir auch wieder das Level aufsteigen. Warum stehen eine sofort auf? Es ging schon. Ich bin sehr... Mein Lieblingskunde. Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Oh Gott, wir haben ein Buch verkauft. Also, Ich denke, für ein guter Preis... Das ist... Oder? Nee. Bin ich froh. Was habe ich denn? Wo haben wir denn die, haben wir die Bücher denn hingepackt? Wie schön euch, euch zu sehen. In unbedingt. Ich habe schon bessere Zeit. Womit kann ich euch heute... Ich habe... Na... Ich wünsche euch eine gute Kennt ihr Reise. Die dunkle Vergangenheit von Edla. Okay, wir brauchen auf jeden Fall
Geschicklichkeit. Stärke wäre auch nicht schlecht mittlerweile. Und das brauchen wir eigentlich auch. Hallo. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe vor ein paar Tagen... Wenn ihr mir noch einmal auf die Nerven geht, werdet ihr es bereuen. Hallo. Die sind irgendwie alle so komisch drauf. Wir müssen immer mit diesen Bettlern reden, ne? Was ist? Wer hilft? Von einer Münze kann ich eine Bande weiblicher Diebe hat an Will in letzter Zeit mit einer ganz besonderen Art Raubzug heimgesucht. Ihre Opfer sind ausschließlich Männer. Wenn ihr uns mit diesem Problem helfen wollt, sprecht mit Gogan und Melona. Sagen wir einfach mal, Gogan hat ein gewisses Interesse an der Bande. Wenn ich ehrlich sein soll, ich könnte euch nicht zu einem einzigen besonderen Raum im Schloss den Weg weisen. Aber jeder in der Burg könnte das tun. Aber ich kann euch für lau mitteilen, dass es in der Burg viele Geheimnisse gibt. Es gibt versteckte Wege, geheime Bewohner. Sucht den Schmied. Vielen Dank, mein... Möge der Schatten euch segnen. Also auf zum Schmied. Also wir müssen erst einen Brief klauen. Den dann irgendwie fälschen. Nee, was gesagt haben, es gibt viele Geheimwege oder so. Doch hier wie sowas. Wow, das war jetzt so schwer. Die Frage ist so, warum haben die sowas da unter dem Schloss? Wir brauchen Schlüssel. So gut zu wissen, dass es hier so ein... im Speisesaal quasi so einen Notausgang gibt. Es wird bestimmt noch so einen zweiten Eingang oder sowas geben.
Gehen wir hier mal rein. Da ist er. Ihr müsst die Katze sein, auf die ich warten sollte. Folgt mir. Wohin hat mir innerhalb der Mauern von Schloss Anvil einen Geheimgang gezeigt? Damit kann ich mich in Daris Büro nähern, ohne dass mich die Schlosswachen entdecken. Guten Morgen. Na, gucken wir mal. Gerade Glück, dass sie den Raum verlassen hat. Also, dann haben wir wieder auf dem Weg ab, wie wir reingekommen sind. Ja. Haben wir jetzt einen anderen Auftrag? Ja, wir müssen einen Fälscher finden. Wahrscheinlich dann auch über diesen Weg wieder reingehen. Bitte, gib. Ja, wir brauchen... Vielleicht weiß ich einen. Wie wär's mit ein paar Münzen? Das ist genug. So nach einem Mann, den alle Fremder nennen. Er lebt in Anvil in der Nähe der Magiergilde. Er ist des Morgens... Möge Stendar euch segnen. Ja, möge Stendar sonst was tun. Was wollt ihr? Kennen wir uns? Klar. Ja, das ist möglich. Ich kann ihn so ändern, dass er insbesondere Lex empfiehlt. Ich brauche einen ganzen Tag, um diesen Brief anständig. Natürlich erwarte ich dann auch schon die Voll... Er hat gesagt, den ganzen Tag, also 24 Stunden.
Ihr stört mich. Habt ihr meine Hier ist die neue Kandidatenliste. Hieronymus Lex wird aufs Wärmste empfohlen. 500 Gold. Ich bin der Fremde. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Das und das mit mir nicht zu spaßen ist. Hm. Wie ist das doch wert, dass wir das machen? Jetzt sollten wir das irgendwie siegeln in der Hauptstadt. Es ist ausge... Zu schall. Okay, warten wir ein bisschen. Ich habe den Brief mit dem Siegel des Legionskommandanten versiegelt. Nun muss ich ihm den Griff Umbranox persönlich überbringen. Ich werde die Rolle Kurier übernehmen. Und diesen Wein mitnehmen. Okay, warum jetzt die Erdbeeren abgehoben sind, ist mir ein Wunder. Guck mal, da können wir auch nochmal reingucken. Interessant. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, wir machen nochmal einen Abstecher nach Brumar. Dann können wir die Sachen nämlich auch nochmal verhökern. Was denn und, schon wieder? Eine Münze für einen Versehrten. Ja, dann warten wir mal, bis der Typ wieder da ist. Wer weiß, wann der kommt. Hallo. Seid gesund. Wie schön, euch zu sehen. Ich bin sehr... Er ist ein guter Mann. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ich bin sehr müde. Wie kann ich bei ihm nichts mehr verkaufen? Schatz. Wie ist das Wertebefinden? Ich bin... Ich kann bei ihm nichts mehr bezahlen. Verhögern. Mögen euch sehr seltsam. Dann warten wir halt nochmal, bis sie jetzt wieder da vorne sitzt. Ja, da ist sie. Ist sie das Umbranox? Nein. Was möchtet ihr hier? Ich bin Milona Umbranox, Gräfin von Anvil. Ich hoffe, es gefällt euch bei uns. Ich hoffe auch, ihr werdet uns keinen Grund geben, unsere Gastfreundschaft Fremden gegenüber zu bereuen. Nee, ich bin ein Bote. Habt ihr die Empfehlung der kaiserlichen Wache für meinen neuen Wachhauptmann?
Normalerweise werden solche Nachrichten von meiner Verwalterin Dairy Hill entgegengenommen. Lasst mich mal sehen. Hieronymus Lex scheint die beste Wahl zu sein. Eigentlich wollte ich die Stelle an Dairy Hills Vetter vergeben. Ich habe die Bestallungsurkunde dazu schon hier liegen. Ich werde den Namen eintragen und ihr könnt sie dann Hauptmann Lex überbringen. Habt Dank, Kurier. Meine Verwalterin wird euch eine Belohnung auszahlen. Ihr seid entlassen. Ich bin Dairy Hill, Majordomus von Burg Anvil. In Anvil laufen die Dinge anders. Und der Unterschied zeigt sich daran, dass die Leute sich wohlfühlen und Vertrauen haben. Sie möchte, dass ich euch ein Trinkgeld gebe. Als wäre es nicht schon unverfroren genug. Ihr habt meinem Vetter die Aussicht auf eine Anstellung genommen. Nehmt euer Geld und geht mir aus den Augen! Das werdet ihr bereuen! Oder auch nicht. Ich bezweifle das zwar, aber okay. Und ganz ehrlich, wenn die das wirklich so wollte, dann hätte ich das viel schneller machen können. Einfach gleich mit offenen Karten gespielt, so nach dem Motto. Was ist los? Das ist auf einmal im Tempelbezirk. Der lungert ja schon wieder im Hafen rum. Scheint ihm ja echt zu gefallen dort. Sitzt da. Ihr kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Was gibt es, Herr? Man hat mich auf einen neuen Posten versetzt. Das ist ja unerhört. Dahinter steckt der Graufuchs, da bin ich mir sicher. Aber Pflicht und Ehre verlangen, dass ich diesem Befehl hier nachkomme. So hat er nach all diesen Jahren doch endlich gewonnen. Vielleicht hat das Schicksal ja ein Einsehen und sendet ihn mir nach Anvil. Ja, dann. Ich breche sofort nach Anvil auf. Hi! Was kann ich für euch tun? Guten Abend. Ist es hier nicht? Ihr tragt die Schatten gut. Die sitzen alle in einem Raum und keiner merkt es, ne? Armand, sie können. Schatten mögen euch verbergen. Aber gut. Wir machen den Kack, wenn es euch gefallen hat. Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Ja, danke, danke. Aber wir machen hier einen Cut. Also wenn es euch gefallen hat, dauert da lassen. Aber da ist ein. Schaltet die nächste Folge ein. Bis denn.